Das ursprüngliche Haupteinsatzgebiet der Automatisierungstechnik ist die Steuerung von Maschinen und Anlagen. Die Automatisierungstechnik übernimmt hier die Ausführung gefährlicher Tätigkeiten wie das Auswechseln von Brennstäben in Kernkraftwerken, ermöglicht ein schnelleres Arbeiten und sorgt in der Herstellung für eine höhere Qualität der Produkte. Im Laufe der Zeit hat die Automatisierungstechnik zudem immer stärker zur Verbesserung der Produkte des täglichen Lebens beigetragen. So erhöht sich zum Beispiel durch Systeme wie ABS oder ESP die Sicherheit und auch der Komfort von Produkten wird verbessert. Typische Beispiele für den Einsatz der Anlagenautomatisierung sind Kraftwerke, verfahrenstechnische Anlagen und Fertigungsstraßen. Die Struktur eines solchen Systems lässt sich grob in drei Teile gliedern. Erstens die zu steuernde Anlage. Zweitens die Peripherie, die zur Kommunikation zwischen Anlage und Automatisierungscomputer benötigt wird. Sowie drittens die Steuerung. Die Steuerungsaufgaben werden von einer speicherprogrammierbaren Steuerung, einem Industrie-PC oder einem Mikrocontroller übernommen. Die Peripherie besteht aus Sensoren zur Erfassung von Steuerdaten, aus Aktoren zur Umsetzung der Steuerbefehle sowie aus einem Feldbussystem, das die einzelnen Komponenten untereinander und mit dem Steuergerät vernetzt. Beispiele für den Einsatz von Produktautomatisierung findet man zum Beispiel in Kraftfahrzeugen, in Haushaltsgeräten und in der Unterhaltungselektronik. Worin unterscheiden bzw. ähneln sich die beiden Gebiete? Die Automatisierung einer Anlage ist meist ein einmaliges Projekt. Die Kosten entstehen nur einmal. Es interessiert also nicht besonders, ob eine benötigte SPS 3000 oder 5000 Euro kostet. Der Gesamtpreis ändert sich dadurch praktisch nicht. Anders bei der Produktautomatisierung. Fast immer wird eine Produktion mit hohen Stückzahlen, aber geringen Stückkosten angestrebt. Hier wirkt sich die Wahl des verwendeten Bauteils merklich auf den Preis aus. Der Einfluss der Entwicklungskosten ist in der Anlagenautomatisierung sehr hoch, da die gesamten Entwicklungskosten durch den Verkauf einer Anlage gedeckt werden müssen. In der Produktautomatisierung können die Entwicklungskosten dagegen auf die hohe Stückzahl umgelegt werden und wirken sich somit geringer auf den Endpreis des Produkts aus. Während in der Anlagenautomatisierung also die Entwicklungskosten ausschlaggebend sind, sind es in der Produktautomatisierung die Hardwarekosten. In Fragen der Sicherheit stellen beide Bereiche höchste Anforderungen. Durch Fehlfunktionen in automatisierten Anlagen können große Gefahren für Mensch und Umwelt entstehen. Und auch von Ausfällen der Technik in automatisierten Produkten können Gefährdungen ausgehen, allerdings von geringerem Ausmaß. Schließlich unterscheiden sich Anlagenautomatisierung und Produktautomatisierung in ihrer Komplexität. Die Anlagenautomatisierung ist durch ihre hohe Anzahl der Einzelkomponenten sehr umfangreich, wohingegen die Schwierigkeit bei der Produktautomatisierung durch die hohe Integration entsteht.